The infidel Hassan has been tracked to this region of Cairo. Build a base and remove the usurper. Und damit willkommen zurück zu Rubicon. So, wir werden jetzt ein bisschen kämpfen. Wir müssen uns auch die Brücke zerstören am Anfang. Ich versuche mir Zeit zu lassen. Ich versuche es wirklich. Also es ist echt nicht einfach, wenn das Spiel schnell gespielt hat. Noch weiß, wie das funktioniert, das langsam hinzubekommen. So, fahren wir langsam nach vorne. So eine Ratte. Genau, das brauchen wir auch. So, jetzt springen wir die Brücke da weg. Machen wir das kaputt. Sonst greifen wir uns nicht an. Interessant, der wird jetzt zu uns. Bin mal gespannt, wie sich die Karte generell verändert hat. Muss man da mit hin, Kollege? Auch vor das Aufbauen hier. Wo willst du hin? Wenn er jetzt drauf geht, das wäre auch lustig. Er will uns helfen und geht dabei drauf. Interessant zu beobachten, was er macht. Ah, er geht also da rein. Interessant. Was willst du mit den Panzern? Willst du irgendwas bewirken? Sehr schön, dass es hier jetzt eine Brücke gibt. Kennst doch mal ein Ende hier. So, machen wir das. Zack. Ich brauche übrigens zwei Sammler. Wenn nicht sogar noch mehr. Nee, vorne mit hin. Sehr schöner Stress zu Anfang. Ich brauche auch noch. Die Brücke weg ist erstmal Schrott. Kannst du ruhig machen. Aber hier steht auch kein Bau. Das ist auch sehr interessant. Von wo kommt ihr jetzt her, ihr Spinner? Meine Güte. Man sieht ja, wie er produzieren ist, wie blöd. Das meine ich, dass die KI irgendwann nur noch produzieren kann in einer Tour. Ist egal, was sie hat. Es wird produziert, wie blöd. Brücke kaputt machen. Lass mal ein paar Sammler. Ich hoffe, die Brücke geht kaputt. Normal schon, weil die hat ja einen. Reparatur ist hier noch dran. Wäre schwach, wenn das nicht funktioniert, aber das sieht nicht so aus. Ne. Es sieht nicht so aus, das ist auch leider nicht so. Ja, gut. Ist auch nicht schlimm, man kann die Basis erobern und zerstören. Ich bin eher der Typ für zerstören. Wir haben schon einen optimalen Punkt zum Sammeln. Natürlich. Ja, eine zweite, der echt gut gehört.
müssen wir ein bisschen Verzug. Aber finde ich gut, dass die KI ein bisschen besser reagiert als ein Standard-TS. Dann hast du ein bisschen was zu tun hier. Dann hast du so eine gequälte Langeweile. Ja, die rushen wir gleich kaputt. Gucken, dass wir das Geld von denen noch mitnehmen. Sprich, die Silos übernehmen. Mal ein bisschen was auf unserem Konto. Die paar Einheiten hier, die zwei Türen. Ach, hör mir auf. Das ist ziemlich erwähnenswert. Oh, kommt mal mit. Wovon die wieder kommen, das ist auch ein... Ja, von hier vorne kommen, das wäre auch ein bisschen blöd. So, ich bin nochmal auf 1. Guck mal mit hier runter. Erstmal Blazer-Turm, wir machen mal zum Schaden. Das war ein Fehler, Kollege. Einfach mal, zack, wieder rauszugehen und wieder rein. Das geht noch. Oh, Langeweile. Guck mal mit. Also mit Notmus wäre es echt noch interessanter, ja? So, noch mehr. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Einfach ein zweites MBF. Wie geil ist das denn? Das ist aber auch teuer für Not. Ach komm, wir rüsten mal die Basis auf. Das liebe ich ja sowieso in dem Spiel. Einfach mal die Basis mit hochrüsten. Komm mal mit hier vorne, das ist irgendwie sehr nervig. So, noch ein paar Sonderbauen, die sind generell sehr stark. Das kommt weg, das geht an den Feind. Ja, wahrscheinlich brauchen wir es. Oh, 11.000 wären zu viel Geld. Das kann ja auch nicht sein, dass wir zu viel Geld hier haben. Müssen wir schon rot erleuchten. Ach, schade, ich wollte es rot. Mal wieder nichts gewonnen. Ist denn irgendwo noch Zeberium? Sieht so ein bisschen abgefarmt aus hier. Was gibt's denn hier Schönes? Ja, zur Not müssen wir mit den Einheiten jetzt Gas machen. Gucken, wie wir reingehen. Da rennen sie auch noch rum. Genau, schön die Zivilisten töten. Yes, sir. No problem. You got it. Moving out. You got it.
Oh, du hast bestimmt was drin. Ach, verdammt. Täuscht was vor, dass was drin hätte. Was ist? Nichts. Pustekuchen. Auch keine Pflanze, die das auch nachwachsen lässt. Das ist echt ein bisschen mau. Sehr, sehr schwach besetzt. Auch hier mal diese Andeutung. Ist ja ein geiler Hintereingang. Weg, 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 weg. Auch keine Sau hier euch. Oh, das hat sich auch verschoben. Na, greift doch an, Leute. Wo ist das Problem? So, jetzt wisst ihr auch wenigstens, warum es lange dauert, die jeweiligen Missionen rauszubringen. Ich habe immer ein bisschen ausgetobt in dieser Mission, mal ein bisschen Zeit gelassen. Das wird auch von manchen auch immer gewünscht, dass man sich Zeit lässt, nicht mal so schnell, schnell, schnell. Soll mal ein bisschen Zeit lassen. So, jetzt habe ich mal Zeit gelassen. Worauf man ein bisschen achten muss, dass der Eingang zu dieser Pyramide nicht... Boah, wie kann ich das jetzt erklären? Nicht wie ein Standard-TS ist, sondern die ist jetzt anders ausgerichtet. Statt wenn man links drauf zu fahren, müsst ihr von rechts aufs drauf fahren. Ich hoffe, ihr wisst, was ich jetzt meine. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, aber ansonsten ist ja auch gar kein Problem, das Ding Platz zu bekommen. Mit genügend Einheiten und das bisschen, was in seiner Basis drin stand, das kann man ja auch ganz leicht überrennen. Und der Hintereingang, ganz einfach. Ich weiß nicht, ob das ein Standard-TS genauso war. Ich habe das immer über der Brücke gemacht, habe ich die Brücke repariert und bin dann mit Fahrzeugen reingerusht und habe damit den Tempel zerstört und ja, Hassan ist geflüchtet und ist nach in meine Hände reingeflogen. Ja gut, ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal und bis dann. Brotherhood! We are whole again! The sickness has been cut out! In the name of Cain! Cain, listen up! In the name of Cain! Cain, listen up! In the name of Cain! Cain! From Hassan, you can't kill the Messiah. Rise, my people. I have returned, never to leave your side again. GDI sought to destroy me, but they have only made me stronger. Today, we march forward into our future, a stronger people, a divine people, enhanced for the Tiberium world. The time has come to claim this world as our own. The time has come to destroy GDI. One vision, one purpose. Peace through power. Done well. We have waited a long time.
all of the pieces are in place for our final victory. Except one. Our temple at Sarajevo must be recaptured. GDI is excavating and is getting dangerously close to something they must not discover. General Vega is attempting to reach the site from the north. Once you have recaptured the temple, I will give you further instructions. GDI has made Sarajevo secure territory. Destroying their comm center here will prevent them from alerting command as well. If we start from the south, we can cut off their reinforcements. There's no time to start in the south. GDI is too close to excavating our secrets.